liebe Zuschauer, hier sind wir wieder, die drei von der Doctor's Kitchen Talkshow. Und heute möchten wir mit Ihnen einmal über die süßen Sünden des Lebens sprechen, beziehungsweise Ihnen zeigen, wie man ganz einfach leckere Desserts zaubern kann. Sie kennen vielleicht so selber das Gefühl nach dem Essen, ach, eine kleine Süßspeise oder zwischendurch den Appetit auf einen kleinen Keks, die Schokolade. Einfach so diese kleinen Gaumenfreuden. Wenn bei mir in der Sprechstunde ein Patient sagt, er hat viel Heißhunger auf Süßes, dann denke ich immer sofort, oh Gott, der hat bestimmt einen Bandwurm. Aber manchmal ist es auch einfach nur die kleine Freude, ein üppiges, schönes Essen mit vielen lieben Menschen um einen herum schön ausklingen zu lassen. Oder auch für diejenigen, denen es vielleicht gerade mal nicht so gut ist, der kleine Seelentrost. Was wichtig ist, auch in der Rohkostküche und auch für uns als Ärzte, wir wollen Patienten immer vermitteln, dass gesunde Ernährung kein Verzicht bedeuten muss. Das heißt, in unseren Desserts, in unseren Süßspeisen oder heute zeigen wir Ihnen eine leckere Rohkosttorte, verwenden wir einfach gesunde Zutaten. Wir verwenden gesunde Zucker, wir verwenden gesunde Mehle, wenn wir vegan backen. Und das ist die Kunst. Und jetzt seien Sie gespannt auf Rohkosttorte. Wir lieben Rohkosttorte. Das ist auch unsere Stärke hier in der Swiss Mountain Clinic, wenn es um Dessert geht. Es gibt so viele Varianten, aber wir werden euch zeigen, das Einfachste in zwei Schritten. Fangen wir mal an mit dem Kuchenboden. Mhm. Dafür brauchen wir Nüsse und trockene Früchte. Wir benutzen jetzt Mandeln. Okay. Mandeln sind super, weil Mandeln sind wahre Kraftspender. Gerade bei Frauen. Wusstest du das, Georgia? Ja. Mhm. Wenn Frauen gerade so in Schwangerschaften sind oder gerade eine Geburt hinter sich gebracht haben, dann sagt man, dass die Mandel der Frau unendlich viel Kraft und Vitalität zurückgeben kann. Und in Italien, ne, da wird doch die Mandel auch zur Hochzeit verschenkt. Ne? Oh. Das sind doch so kleine Hochzeitsgeschenke. Ne? Genau, mit Zucker ummantelt. Also super. Okay, primo processo è frullare bene le mandorle. Noi usiamo un mixer. Der erste Schritt, das hat er jetzt gerade auf Italienisch erklärt, ich übersetze, ist die Mandeln quasi in den Mixer zu geben und einfach zu mahlen. Wenn Sie die in so einen Hochleistungsmixer geben, dann kann es sein, dass sie einfach zu fein werden und dann sind sie nicht mehr so gut zum Verarbeiten. Deswegen haben wir jetzt quasi diesen Mixer gewählt. Genau. Dann geben wir ein bisschen Salz dazu. Chiasamen und Datteln. Ich nehme die Kern raus, weil sonst machen wir unser Mixer kaputt. Ich glaube, das sind diese Medjool-Datteln, ne? Ja, oh, die sind. Die liebe ich. Ja. Die haben so diese ganz feine Karamellnote. Und Datteln sind auch sehr, sehr kaliumreich. Das heißt, für das Herz-Kreislauf-System, insbesondere auch zur Regulation vom Blutdruck, ganz, ganz wichtig. Und wenn man so merkt, ach, ich gehe so langsam in die Erschöpfung, meine Batterien sind leer, dann kann so eine Dattel zwischendurch mal helfen, dem Körper und insbesondere den Nebennieren ein bisschen guten Zucker zu geben. Okay. Das kann man natürlich auch Feigen benutzen, zum Beispiel, nicht unbedingt Datteln. Poi mettiamo anche dentro dell'olio di cocco, che aiuterà a mixare il tutto. Dann nach den Datteln wird Kokosöl dazugegeben. Quanto hai messo? Circa un cucchiaio. So ungefähr ein Löffel. E questo è per una torta? Questo è per una tortiera da 33 cm. Okay, also jetzt bereiten wir quasi den Tortenboden vor für eine Rohkosttorte von ungefähr so 30, 33 cm Durchmesser. Dopodiché.
Consistenza deve venire una consistenza abbastanza appiccicosa alle mani. Was heißt appiccicosa? Klebrig. Die Masse muss klebrig sein. Das ist die Geheimnis, das Geheimnis vom den okay. Kuchenboden. Dopodiché aggiungiamo anche dei semi di chia. Also Chia-Samen kommen auch noch hinzu. Die werden aber nicht gemahlen. Non si deve mixare hier. Sì. E no, non c'è bisogno. Okay. Perché i semi di chia alla fine rimangono interi, quindi non c'è bisogno di mixare. Okay, also die Chia-Samen, die muss man nicht fein mahlen, die können einfach ganz bleiben, aber die mixt man dann am Ende erst unter. Poi le mixa Giorgia. Und Chia-Samen übrigens haben natürlich auch eine ballaststoffreiche Wirkung, also sind gut für den Darm, aber haben auch unendlich viele Omega-3-Fettsäuren, also gut fürs Hirn und gut antientzündlich. Wie gesagt, wir haben Mandeln benutzt, aber das kann man auch mit Baumnüsse machen oder mit Haselnüsse. Wichtig ist Nüsse. Si possono usare tante noci, poi a dipendenza dei nostri gusti. Genau. Und die Masse muss einfach so sein, klebrig. Genau. Gut mischen. So einfach ist das. Ja, sehr, sehr einfach. Dann gibt man quasi die Masse in den Tortenboden rein, den man mit Backpapier auslegt. Ja. So 2 Zentimeter ungefähr. Und warum muss ich Backpapier einlegen? Ich tue ihn ja nicht backen. Ja, weil sonst es klebt. Ach, okay. Magari per facilitare, prendi un po' d'acqua, ti bagni un po' le mani. Ah, man kann also, wenn man jetzt sich so ein bisschen die Hände befeuchtet, kann man den Teig besser in den Tortenboden geben. Vielen Dank. Dass er wirklich schön gleichmäßig verteilt ist. Und die Chiasamen, warum gibt man die Chiasamen hinzu? Hält es den Teig zusammen oder perché si mette di Chia? La Chia la mettiamo perché fa diventare la base più croccante. Okay. Quando la masticazione in bocca abbiamo questi pezzettini di Chia che rendono un po' più croccante, sembra quasi di mangiare una cheesecake. Okay. Anche meglio questa base di una cheesecake ai miei gusti, secondo me. Also Vincenzo sagt, die Chiasamen sind auch gut, weil die geben dem Ganzen so ein bisschen was Krokantes. Dopo facciamo la crema da mettere so, nella nostra base che Giorgia ha schiacciato. Mettiamo dei mirtilli. Warte, okay, jetzt kommt quasi die Creme oben drauf. Das ist jetzt der zweite Schritt, Giorgia? Ja, das ist der zweite Schritt, genau. Blaubeer, Kokosöl, nochmals. Olio di coco. Aber das Olio di coco adesso è liquido. Sì, perché l'abbiamo fatto un po' stemperare. Dopo mettiamo del succo di limone. Da dare anche un po' di gusto. Innanzitutto non fa ossidare i mirtilli. Also für die Creme, die jetzt oben auf dem Boden kommt, haben sie jetzt Blaubeeren in den Hochleistungsmixer gegeben, zusammen mit flüssigem Kokosöl. Okay. Quanto hai messo? Mirtilli sono più o meno 400 Gramm. Ungefähr 400 Gramm Blaubeeren, Olio di coco. Olio di coco è sempre un cucchiaio. Immer ein Esslöffel, der aber eben im Ofen ein bisschen verflüssigt worden ist. Den Saft von einer Zitrone. Un limone. Che ci serve, l'olio di cocco ci serve sia per la consistenza e anche da un bel gusto, rende la crema un po' più omogenea. Also, das Kokosöl ist vor allem dafür da, weil es wird dann ein bisschen fest, ne, wenn der Kuchen dann im Kühlschrank noch so ein bisschen steht, für die Konsistenz, aber auch um so ein bisschen den Kokosgeschmack, die Kokosnote in die Torte zu integrieren. Okay, poi frulliamo un po'. Dopo
Dopodiché aggiungiamo dello sciroppo d'acero. Und jetzt noch etwas Süßes dazu, Ahornsirup zum Beispiel. Aber kann man auch Honig benutzen oder Agave-Sirup. E dopodiché mettiamo degli anacardi. Sono circa 100 grammi di anacardi, già ammollati precedentemente. Und am Schluss sagt er, kommen auch noch Cashewnüsse hinzu. Die kennen Sie ja schon aus den Basisdressing, die wir Ihnen ganz zu Beginn mal gezeigt haben. Die müssen auch wieder eingeweicht sein. Das ist ganz wichtig. Und nicht vergessen, das Einweichwasser muss dann weggeschmissen werden. Und sie sind sehr, sehr wichtig für die Konsistenz. Jetzt. E poi un altro piccolo trucco. Ja, wir geben jetzt ein Tipp. Mettiamo del succo di barbabietola. Oh, wow. Noi abbiamo sotto la centrifuga, in modo da mantenere più il colore acceso, mantiene più il rosso, das e non ist, si ossida. Das ist jetzt der kleine Küchentrick des Swiss Mountain Clinic Teams. Und zwar für die Farbe geben wir noch frischen rote Beetensaft hinzu. Den haben sich Köche vor der Sendung parat gemacht und der wird jetzt hinzugegeben. Quanto? Circa 2 cucchiai. Ungefähr 2-3 Esslöffel. Ok, poi frulliamo. La nostra salsa è pronta, gliela passo a Giorgia. Facciamo vedere un attimino com'è venuta. Cioè, quel colore molto, molto brillante. Dato anche dalla barbabietola. Und die Konsistenz ist einfach perfekt. Weil das zieht noch, wie sagt man, hier ancora un po' in frigo. Die Konsistenz jetzt ist super, die ist leicht flüssig, aber im Kühlschrank wird die Masse fest. Einerseits natürlich durch die Cashewnüsse, dann durch das Kokosöl, was fest wird und auch durch das Pektin, was in den Heidelbeeren ist. Und Sie sehen schon, die Heidelbeeren, die haben diese dunkle Farbe, die rote Beete hat die runde Farbe. Alles, was dunkle Farbe hat, ist ganz, ganz hochwertig und hat ganz viele Antioxidantien, die wichtig sind für Ihren Zellstoffwechsel. E questa densa la dobbiamo lasciare minimo un 3 ore in frigo. Però noi abbiamo già preparato delle torte così da farvi vedere. 3 Stunden ungefähr, sagt Vincenzo, muss die Torte im Ofen sein, bevor Sie sie essen können. Das heißt, wenn Sie Gäste haben, dann müssen Sie die Torte früher zubereiten. E addensa anche perché per la pectina all'interno dei mirtilli. Questo l'ho già detto, sì. Ok. E quindi questa è la torta finita. Vincenzo sagt nochmal das mit dem Pektin, was ich Ihnen eben schon erwähnt habe. Einfach so. Wow. Sehr schnell. Noi abbiamo preparato già le torte. Ganz schnell und einfach gemacht. Per vedere. Questa è con cioccolato, cacao e avocado. Das sind quasi weitere Varianten, die die Köche im Vorfeld der Sendung schon für sie fertiggestellt haben. Questa qui è con mango e cardamomo e dello zafferano. Wow. Also, Giorgia, zeig mal nochmal. Was ist das? Das ist eine Mango-Kardamom-Safran-Torte. Immer so gemacht, aber mit anderen Früchten. Auch wieder mit Cashewnüssen, oder? Genau, ja. Okay. Mhm. Und ja. Diese? Und das ist eine Avocado-Kakao-Torte. Oh, wow. Das heißt Avocado. Die Creme ist nicht mit Cashewnüssen, sondern mit Avocado? Genau, weil die Avocado hat eine super Konsistenz. Und da brauchen wir keine Gelatine, brauchen wir nichts. Es ist einfach so. Und wie würde man die Creme herstellen jetzt mit der Avocado? Also Avocado in einem Mixer. Eine oder zwei oder? Ich würde sagen 4 Stück oder 4 pezzi di avocado. Sì, 5 per una torta da 33. Ja, ungefähr 4-5 Stück Avocado, ein paar Löffel Kakaopulver. 5 cucchiai più o meno, ogni avocado un cucchiaio. 4-5 Kakaolöffel. Kurz mixen und ein bisschen Ahornsirup, weil Kakao ist sehr amaro. Streng. Ja. Bitter. Okay. Bitter, genau.
aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und kann man auch eine grüne Torte machen, zum Beispiel mit Kiwi und Basilikum. Das machen wir auch ab und zu hier in der Swiss Mountain Clinic. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir können wirklich spielen mit die Früchte und machen alles, was wir möchten. Lecker. Jetzt will ich mal, ich will die Torte noch nicht anschneiden, aber ich probiere mal hier die Creme. Darf ich? Ja. Himmlisch. Also, koste mal. Ich glaube, ich nehme noch einen zweiten Löffel. Wahnsinn. Also, so gesund können süße Dinge sein und man glaubt es gar nicht, wie lecker die sind. Und wenn ich was Süßes esse, muss ich Ihnen sagen, dann stellt sich in meinem Bauch immer so ein wohliges Gefühl ein. Dann bin ich glücklich. Und gerade dann auch noch, wenn es gesunde Zutaten sind, die wir verwendet haben. Und dieses insgesamt sich wohlfühlen, glücklich sein, das sind so Eigenschaften, die Menschen beschreiben, die sich der Rohkost verschrieben haben, die Rohkost in ihren Alltag integriert haben. Und ich kann mich erinnern, dass wir mal einen Patienten hatten, der war so über 70 Jahren und der war 20, 30 Jahre schon Rohköstler und der hatte eine wahnsinnige Strahlkraft von innen nach außen. Und dieser Mann hatte auch wirklich ganz wenig Faltenbildung. Der hatte eine glatte Haut, der hatte einen Teint, der war voller Glanz. Und das ist das, was man auch bei den Rohköstlern immer sieht. Die haben viel weniger Wassereinsammlung. Manche Menschen sind ja so, gerade dann, wenn sie krank sind, so aufgequollen. Die haben viel weniger Faltenbildung, weil natürlich durch die hohen Antioxidantien, die Vitalstoffe in der Ernährung, freie Radikale abgefangen werden und dementsprechend natürlich viel weniger Falten gebildet werden. Das heißt, wenn Sie entscheiden, den Rohkostanteil in Ihrer Ernährung zu erhöhen, dann tun Sie vollautomatisch auch was für Ihre Verjüngung. Also der Anti-Aging-Effekt der Rohkosternährung ist nicht zu unterschätzen und könnte auch den Schönheitschirurgen ersetzen, wenn man es richtig macht. Aber nicht für jeden Menschen ist Rohkost immer gut und richtig, gerade weil es natürlich auch, hier sind viele Nüsse verwendet, auch manchmal schwer bekömmlich ist. Wichtig ist, dass Sie sich so ein bisschen als Leitsatz merken, erhöhen Sie den Rohkostanteil in Ihrer Ernährung und dann haben Sie für sich und Ihre Gesundheit auch präventiv schon ganz viel Gutes getan. Und wenn man diesen Anti-Aging-Effekt natürlich noch ein bisschen ausbauen möchte, gerade auch die jüngere Generation, die schon an morgen denkt, dann kann man natürlich in diese Rohkosttorten ganz viele verjüngende Substanzen tun, wie zum Beispiel den Kakao, Grüntee, Die Blaubeeren, die der Torte diesen unwiderstehlichen dunklen Farbton geben. Kakao hat wahnsinnig viele zellschützende Funktionen und gleichzeitig ist Kakao eine Substanz oder ein Nahrungsmittel, welches auch für die Ausschüttung von Serotonin bekannt ist. Und Serotonin, wissen Sie ja, ist unser Glückshormon. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt noch mal mehr, dass ich jetzt ein ganzes Stück Torte probieren darf. Ja. Danke sehr fürs Zusehen. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao. Tschüss.